Nach unserer kurzen Pause machen wir jetzt weiter mit der 7. Episode auf Triple 20. Wir spielen die Hexe aus dem Süden. Ich bin Björn, der Spielleiter. Wir spielen leider immer noch live, deswegen bitte ich darum, die kleinen Fehler und Würfelgeräusche zu entschuldigen. Und wir hoffen, dass es trotzdem angenehm ist zuzuhören. Ich spiele wieder mit Olli als Glenn. Dem Zwerg. Mit Matthias als Pedro. Jo. Und Beata ist immer noch von Reik gespielt. Jetzt habt euch mal nicht mit den Würfeln so. Wir haben die Runde gerade pausiert, als ihr während des Festes, fast so wie ihr es schon erwartet habt, eine kleine, noch keine Begegnung hattet, aber offensichtlich ist das passiert, was ihr erwartet habt. Leute sind in das Dorf eingedrungen. Fast schon ein bisschen prophetisch alles. Und euer Plan hat aber funktioniert, zumindest insoweit, dass ihr sofort Kenntnis hattet, dass sie da sind. Also es wurde bemerkt. Sie sind ins Dorf hereingedrungen. Ihr könnt tatsächlich auf den Häuserdächern im Dunkeln, ihr könnt es nicht genau erkennen, aber mehrere Gestalten ausmachen, die sich dort vorsichtig und scheinbar bedacht darauf, nicht entdeckt zu werden, bewegen. Und Skilly hat euch gerade als als Esmeralda Pedro etwas Wichtiges sagen wollte, unterbrochen und darauf hingewiesen, dass sie da sind. Ja. Euer Auftritt, meine Freunde. Ich frage Skilly, flüstern natürlich, ob er eine Idee haben könnte, wie die ins Dorf gelangt sind, wo doch alle Tore bewacht sind. Er kann nur vermuten, dass man sieht nicht besonders viel nachts, dass sie es wirklich geschafft haben, wenn sie auf den Häuserdächern auch rumkriechen, über die Palisaden geklettert zu sein. Also mit dem nötigen Equipment ist es möglich. Das kann ich mir auch vorstellen, wenn ich so auf Beata und ihren Enter, wenn ich so an Beata und ihren Enterhaken denke. Dann sollten wir sie jetzt mit Bedacht verfolgen. Am besten welche über die Dächer und der Rest wie viele sind in den Häusern. Wie viele sehen wir denn? Achso. Sinnesschärfe wäre die Probe, die du wissen möchtest. Und während du das versuchst rauszufinden, sagt dir Pedro, sagt Esmeralda zu dir, dass es jetzt dringendere Probleme gibt. Sie erzählt dir das dann morgen. Bin sehr gespannt, sag ich hier. Und Skilly sagt, dass er gut auf deine Schwester aufpassen wird. Weil sie nicht Kämpfer ist. Ja. Nicht schon verloren. Nicht geschafft, sind oder was? Ich wundere mich gerade, das eine Mikrofon ist ganz leicht im Verzug. Mhm. Ja, kann man im Nachhinein hinbiegen. Hast du nicht geschafft? Nee. Du siehst mindestens 6. Ihr dürft auch nochmal auf Sinnesschärfe würfeln, warum nicht? Ihr seht euch ja auch um. Die 1 habe ich jetzt nochmal mit einer 10 bestätigt. Also weniger als 10, weniger als 12. 13, 7. Ihr habt geschafft. Ich habe noch 4 da drin. Ich habe 10, 1, 13, 3 verloren. 3 ist nicht geschafft. Aber du hattest eine kritische 1. Ja. Und die habe ich auch bestätigt. Ihr seht nicht nur auf diesem Dach, sondern auf einigen anderen Dächern jetzt auch noch Gestalten, die sich bewegen. Allerdings, so wie ihr das jetzt einschätzen könntet, seid ihr mit Hilfe der Dorfbewohner, zumindest der bewaffneten Dorfbewohner, auf jeden Fall überlegen. Und ihr bemerkt auch schon an eben der Reaktion dieser Dorfbewohner, dass inzwischen noch andere Bescheid wissen und das hoffentlich unbemerkt geblieben ist. Aber dass man sich langsam rüstet und einige heimlich zu ihren Waffen greifen. Dann würde ich jetzt mal in die Runde fragen. Was ist uns wichtiger, das Leben der Dorfbewohner oder dass wir die Schurken erwischen? Ich sehe keinen Widerspruch. Wollte ich gerade sagen. Wenn nämlich uns das Leben der Dorfbewohner wichtig ist, dann rufen wir jetzt Alarm, dass auch jeder es bemerkt und nicht irgendjemand... Das war ja nicht der Plan.
Nee, aber wenn jetzt schon so viele da sind, ja, sieht schon eher nach einem Angriff aus. Richtig, der Plan war ja nur, falls ein Hinterhalt werden sollte, aber die greifen ja anscheinend offenbar wirklich an. Ja, wenn zu viele sind. Das würde ich so nicht sagen, dass sie angreifen. Also es ist noch. Ich würde auch Alarm rufen. Okay. Also ich würde nicht Alarm rufen. So. Also ich würde nicht Alarm rufen. Ich denke, wir schaffen es. Hm. Aber wie viele haben wir jetzt? Außer, also ganz kurz nochmal. Wir machen stille Post. Alarm rufen ist die Frage, was erhofft ihr euch davon? Weil wie gesagt, ihr habt alle Dorfbewohner zu den Waffen rennen und euch verteidigen. Ja, wie gesagt, die ihr seht, sind sowieso schon gerade dabei, sich bereit zu machen. Wenn auch, also ihr habt das Gefühl, dass die anderen genauso wie ihr Bescheid wissen, was los ist. Und die informiert also das wurden. Eigentlich gar kein... Genau, also der Einzige, was Alarm wirken würde, dass die anderen auch wissen, dass ihr wisst, dass sie da sind. Dann würde ich zumindest zum nächstgelegenen Dorfbewohner gehen und dem still sagen, dass er vorsichtig die anderen alarmieren soll. Hä? War das gerade mein Erklärungsfehler? Nee, das ist schon passiert. Ich sehe, dass die in unserem Umkreis sind, sich bewaffnen. Aber ich will, dass auch die anderen wissen. Du kannst davon ausgehen... Das ist gerade. Also du würdest wie sie sich bewegen, davon ausgehen, dass hier eine gewisse militärische Hackordnung herrscht, sodass es durchaus plausibel ist, dass inzwischen genug Leute Bescheid wissen. Ich frage mich, ob wir jetzt einen organisierten Kampf irgendwie machen oder ob das eher so ein Geplänkel wird auf den einzelnen. Was wir versuchen sollten, ist den Rückzug. Sollten wir uns erstmal dahin irgendwie versammeln oder so. Genau, das sehe ich auch, dass man sich lieber versucht. Die Entscheidung wird euch jetzt abgenommen. Und zwar hört ihr ein ganzes Stück entfernt. Einmal ist euch aufgefallen, dass die Musik leiser wird und dann abebbt. Also es hatten ja die Barden gespielt, die jetzt nicht mehr spielen. Und das fällt scheinbar auch den Gestalten auf, die kurz innehalten. Und kurz darauf hört ihr von einem Kreis der Dorfbewohner: Ah! Hey! Und daraufhin schwirren Dutzende Pfeiler auf die Dächer hinzu. Nicht auf alle, zumindest nicht alle, wo ihr die Leute gesehen habt, aber es werden tatsächlich Leute getroffen und purzeln von den Dächern. Also ist jetzt scheinbar die Gegenmaßnahme im vollen Gange und an anderen Stellen versuchen die Dorfbewohner sich gegenseitig auf die Dächer zu hieven, was ihnen dank ihrer Statur nicht so schwer fällt. Oh ja gut, aber die Häuser auch ruhig. Sollten wir auch tun. Jo. Auf geht's. Auf die Dächer steigen. Oder nur wenn helfen, die nicht so leicht hochkommen. Hm. Ja, die nicht so leicht hochkommen, sollten vielleicht auch nicht hochgehen. Ach, ich bin ein ganz anderer Charakter, Björn. Letztes Mal bin ich zwar mal vom Dach gefallen, aber ich bin zu einem Ratsberg. Nee, ich meinte von den Dorfbewohnern. Ach so, ja, ich will hoch. Na, kannst du, aber du kannst gerne. Ja, aber ich komme nicht ohne Hilfe dort hoch. Hilfe. Ich strecke meine Arme nach oben und signalisiere den anderen, hebt mich hoch. Du spürst einen plötzlichen Ruck und ihr seht, wie Bollwerk Glenn an der Seite packt und auf eins der Häuserdächer hieft. Wobei hieven eher so die Richtung stimmt und dann lässt er einfach los. Dann würde ich dabei schon mal mein Tuska-Messer ziehen. Im Flug? Im Flug. Ist auf jeden Fall ein geschickter Move. Mhm. Wer hat was denn? Meinst du, wir sollten lieber hier unten versuchen, das Schlachtfeld nach unten zu verlagern? Meine ich auch, eine Position runterzuziehen. Aber die Frage ist, wie machen wir das? Wie kriegen wir die? Mal, kamen die Pfeile gerade von uns? Ja, von euch. Okay. Und haben einige von denen getroffen. Aber es scheint jetzt nicht so, dass noch weitere Pfeile geschossen werden, denn jetzt sind ja auch andere Dorfbewohner oder Krieger von euch auf den Dächern. Aber keine Pfeile von denen. Warum? Nee. Aber sind jetzt alle darauf bedacht, auf die Dächer zu steigen und den Kampf auf die Dächer zu? Nee, nicht zwingend, aber sie auch von den Dächern runterzuholen. Hast du eine bessere Idee, Beata? Als das, was wir. Also jetzt auch einfach auf die Dächer zu steigen. Ja, vielleicht sollten wir Glenn nicht alleine lassen. Ja, du hast recht, nicht, dass er runterfällt. Ja, ich hole meinen Hinterhaken und versuche das Dach zu klettern. Du könntest auch Bollwerks Hilfe in Anspruch nehmen. Okay. Er hat gerade seine. Also Esther, er hebt gerade Esther nach oben, die relativ flinkfüßig das Dach erklimmt. Aber er selbst scheint unten bleiben zu wollen. Ruft seine Frau hoch? Ja. Meine Frau ist eine Kriegerin. Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Ja gut, dann versuche ich hochzusteigen. Ohne Bollwerkshilfe. Mit Beata? Am Ende hacken? Ich mach's nicht. Ich kletter da am Ende hacken. Nö, ich versuche einfach so einen Absatz oder sowas zu finden, wo man hochklettern kann.
Sieht nicht gut aus. Na gut, dann merke ich das so. Also Kletterhäuser sind es nicht. Dann merke ich das so und flüstere so Bollwerk zu, ob er mich hochheben kann. Aber er soll es bloß kein machen. Er soll es schnell machen, damit es kein anderer sieht. Er ist schnell. Ich will gerne auf Sinnesschärfe würfeln. Nein. Okay, dann sind wir jetzt auf dem Dach. Genau. Alle gemeinsam auf dem Dach. Sieht man da schon welche. Tatsächlich stehen drei Gestalten vor euch. Du schaffst es übrigens auch, Beata, dort hochzuklettern. Durch den Enterhaken und das Seil hast du relativ guten Halt und kannst da flix hoch. Und bist damit in etwa zeitgleich mit Pedro, der scheinbar aus eigener Kraft geschafft hat, auf dem Dach. Die drei Gestalten wirken unterschiedlich. Du würdest also sofort erkennbar ist dort eine Gestalt von der Statur eines Zwerges, wohingegen ein anderer eher nicht so die typischen Formen hat, die man von einem Assassinen erwarten würde. Er wirkt relativ grob, schlächtig und groß, scheint sich aber trotzdem flink bewegen zu können. Und dann ein ganz normal gebauter Figur. Und alle drei ziehen Dolche, die deinem sehr ähnlich sehen. Wobei der größte Mann, also ja, der welche große Mann, Größe? Der welche große. Welcher ist jetzt der so unpassend wirkt? Ja, der ein bisschen grob schlächtig wirkt, zieht einen Krummsäbel. Habt ihr Folgen? Ich zeige kurz. Sie machen übrigens ganz kurz am Rande, sie machen nicht direkt den Eindruck, als wenn sie jetzt auf euch losspringen würden. Ja, aber ich will dann auf die losspringen. Okay, also ich zeige. Ich zeige einmal kurz meine Klinge. Eine Assassinenklinge. Um ihnen zu zeigen, dass wir schon. Eine von denen. Achso. Nee. Um ihnen zu zeigen, genau. So. Eine Trophäe haben wir schon, meine Freunde. Also ein bisschen einschüchtern. Und dann strecke ich die Klinge aber wieder weg und ziehe meine Keule. Mach mich damit aus, auf Kampf vorbei. Ich dachte, willst du jetzt aber irgendeinen Gegner zeigen, den du haben willst? Achso, ja, das kann ich auch machen. Das ist natürlich so ein fetter Move. So. Okay, wie dann. Zeigst du? Den Move schlechtig, ich weiß das. Ja, warum muss ich immer die Fetten nehmen? So wie den bei. Kann ich auch nehmen. Ganz ehrlich, also ich könnte am besten den nehmen, wo man denkt, der macht am meisten Schaden, weil ich gut im Parieren bin. Ja, also dann nimm mal lieber den Fetten, ich kümmere mich um den Kleinen. Das ist doch mal ein verrückter Kampf. Na, dann bleib schon. Ich bleib dann auch einer übrig. Also ich zeig auf den Kleinen und dann stecke ich aber trotzdem meinen Lang durchweg und ziehe die Keule. Alles klar. Dann dürft ihr auf Initiative würfeln. Mit dem Sechser. Genau. Eine 6 plus 12, 18 habe ich. Achso, mit dem Sechser. Ja. 1. Stark. Also hast du? Warte. Plus dein End. Wert. 11. Ich hab 15. Dann Glenn, bitte überrasch uns. Hackfleisch hat einen Hacken der Zacke, also ich greife den Dicken an. Den Zwerg oder? Nee. Den grob-schlächtigen. Wir nennen ihn Grobian. Grobian. Auf welchem Dach stehen wir? Also, ganz wichtig. Ja. Hier. Alle auf demselben. Okay. Nehmen wir da, ist ja immer so ein Verbund. Und Schwert? Also man kann auch die. Die Wege zwischen den Dächern sind alle 1,5 bis 2 Meter, also kann man locker springen alles. Ich muss jetzt so 10 oder weniger die Chance haben zu treten. Ne? Also nur die Chance. Der kann ja wahrscheinlich noch parieren. 2. 2 ist schön. Womit greifst du an? Mein Tuska-Messer. Ach, das heißt Tusak-Messer. Tusak. Du führst einen Schwertstreich, also einen Streich gegen ihn aus. Und wieder, wie auch schon vorher, ziemlich überraschend, kann er flink ausweichen. Nee, kann er nicht. Indem er einfach die Hüfte zur Seite schiebt und deinem Schlag so entgeht. Besser noch, er geht nicht nur deinem Schlag aus dem Weg, sondern kann sich zeitgleich auch für Esther, die mit dir zusammen über deinen Kopf hinweg angreift, was sich für sie ziemlich gut macht, weil du ja ein Stück kleiner bist als sie. Auch ausweichen. War einfach unglücklich, dass ihr beide genau in die gleiche Richtung angegriffen habt. Oh. Beate, du bist dran. Dann greife ich den an, der noch übrig geblieben ist. Der Normalo. Oh. Normalo, Robert. Ich hatte eine hässliche Nase. Norm.
In den Dien. Acht, ich brauche den Würfel. Das stimmt. Das reicht. Fünf, ja, es reicht. 13 nicht Würfel. Womit hast du angegriffen? Mit dem Dolch. Hast du irgendein spezielles Ziel gehabt oder? Nö. Also. Also Treffer zu. Also stichst du zu oder? Ja. Warum nicht? Warum nicht? Also. Würfel mal bitte einen. Nochmal also die 20. Ansonsten, ich ziehe natürlich auf den Hals oder so. Okay, dann nochmal werfen. Möglichst. Was? Wirf mal nochmal den 20er. Okay, 20. Das ist der Schaden. Und nochmal den Schaden auswürfen. Nee, ach so, den Schaden ganz normal wie immer. 6. Du triffst ihn in der rechten Schulter. Und zwar so heftig, dass er tatsächlich seine Waffe fallen lässt. Also du trennst ihm wirklich, die Sehnen. Ja, der linke Arm. Entschuldige bitte. Er ist Linkshänder. Nee, er war schon die rechte Schulter. Dann, also, den würde ich mir gerne greifen. Wenn es geht. Gut, die Waffe? Kannst du in der nächsten Runde probieren. Norm selbst kann nicht agieren, da kann nichts anderes machen, als laut zu schreien und sich an die Schulter zu fassen, mit der Hand, die das noch kann. Das heißt, Pedro, du bist an der Reihe. Großartig. Mit 12, damit kann ich den Angriff ausführen. Ich bräuchte 13 gebraucht. Und du knüppelst, ne? Ich greife mit der Keule an, ja. Eine Zielregion? Voll auf den. Er ist ja ein Zwerg. Also ich hau so von oben so einfach so. Bam, okay. Runter. Dann bitte mal den Schaden auswürfeln. Schaden. Ja. Sorry. Also 4 und dann habe ich ja noch auf jeden Fall plus 2 und dann nochmal plus 1 wegen Körperkraft 13. Also 7. 7? Mhm. Du triffst ihn ziemlich heftig mit deinem Knüppel am Kopf, aber erwischst leider genau die Stelle, an der sein Schädel scheinbar am härtesten ist. So ein Zwergschädel hält einiges aus. Trotzdem siehst du kleine Blutspritze, also hast du auf jeden Fall die Haut verletzt und er wankt auch kurz. Ja, und auch wie vorher schon bei Beata wankt er so, dass er seine eigene Runde nicht wahrnehmen kann. Was schade ist. Dafür darf Grobian angreifen. Oh, und er tritt. Glenn kritisch. Er tritt von unten nach Glenn. Naja. Aber du musst dir keine Gedanken machen. Denn er hat die, so flink wie er auch sein mag, er hat dich falsch eingeschätzt und die Entfernung, die er zu dir steht. Und nur. Du spürst den Lufthauch an deiner Nase, als der Schuh an dir vorbeizieht. Ich atme tief die Gefahr ein. Du bist an der Reihe. 10 oder weniger. 7. Nein. Schaden? Oh, der ist tot. Na, Kippe. Okay, also, schmeiß mal. Ja, komm, mach nochmal. Finde ich auch gut. Ich finde nämlich meine 6 wegen. Schade. 3 auf 1. 7 trotzdem? Das ist ein W6 plus 6. Ja, das ist halt ein Tutsackmesser. Du triffst ihn im Oberschenkel. Und reißt. Ich weiß nochmal zu. Na, erstmal reißt ihn eine klaffende Wunde hinein. Was er auch sofort schmerzerfüllt beantwortet. Er zuckt zusammen und krümmt sich so vor dir. Das ist für dich schön, war eine starke Aktion. Leider durch dieses Zusammenzucken geht dir dem Schlag von Esther aus. Ach, dem Mann, Weg. Ich wollte gerade sagen, jetzt kann sie doch einfach mal was Gutes machen. Damit hast du einfach nicht gerechnet, dass er in dem Moment genau so hier durchduckt. Kopf zuschüttet. Dafür hast du keine Zeit. Beata, darf ich bitten? Ich möchte den Dolch einsammeln. Du hast den Dolch aufgesammelt. Yes. Oh ja. Das war's. Dann halte ich die beiden Waffen bedrohlich. Nee, du hast ihn jetzt gerade aufgehoben. Oh. Und Norm versucht nach dir zu treten. Aber er würfelt eine 20 und fällt vom Dach. Einen dumpfen Prall. Lach ihn aus. Das war ein schnelles Ende für Norman. Das hat er sich so nicht vorgestellt. Ah, das war's dann auch direkt für ihn? Er ist vom Dach gefallen. Ja, das stimmt. Das war jetzt, er kann sich auch nicht groß abfangen, weil die Schulter ist weg. Mit der anderen, wenn er ist unglücklich aufgekommen. Ja, schade, Norman. Hätte er auch besser gewürfelt. Schade, Norman. Schade. Pedro. Naja, dann zeige ich jetzt hier nochmal dem Zwerg. Ich bei dir behalten. Dem Zwerg, das ein Hake ist. Drei. Eine entspannten 3. Treffe ich auf jeden Fall. Ja. Also weiß ich nicht, aber. Doch, ja. Trifft. Und dann habe ich nochmal eine 3 plus 3, macht also 6 Schaden. Mit der Keule. Du triffst ihn diesmal seitlich. Aber scheinbar kann er diesen Schlag schon besser abfangen.
Denn in dem Moment, wo du ihn in der Seite triffst, senkt er seinen Arm und klemmt quasi deine Keule zwischen sich und seinem Arm ein. Und versucht jetzt, dich mit Gewalt vom Dach zu schubsen. Okay. Also versuche ich jetzt zu parieren oder also sagen wir mal, wenn du versuchst zu parieren, oder wie läuft Körperkraft wäre besser, oder? Musst du das? Das können wir machen. Warum nicht ein Körperkraftduell? Okay. Ach, ein Duell. Ja, wenn er mich so versucht zu runterzuschubsen. Aber er hätte eine Waffe, dann könntest du ja loslassen. Du könntest, also das ist deine Frage. Also wenn du kannst parieren, geht nicht, weil das ist nicht so eine Aktion, wo du parieren kannst. Du kannst versuchen auszuweichen, indem du die Waffe loslässt. Du kannst auch versuchen mit einem guten Gewandtheitsprobe die Waffe wieder aus bei ihm rauszuziehen oder du gehst immer auf die Körperkraftprobe ein. Ich probiere die Körperkraftprobe. Erst na dann bitte. Werk. 4. Ich habe eine 4 gewürfelt, ich habe 14 Körperkraft, das heißt also... Du stehst, müssen wir nicht diskutieren, du stehst besser als er und hast die Oberhand. du kannst ihn jetzt quasi in eine Richtung lenken, die du möchtest. Du musst aber dann denken, wenn du ihn jetzt vom Dach schubst, dass er vermutlich, wenn du es nicht gut anstellst, die Keule quasi mit runterreißt, weil die nicht loslässt. Kannst du wieder aufheben. Wäre möglich. Ja, ist natürlich eine schwierige Sache. Die Keule ist natürlich meine Lieblingswaffe. Du musst dich schnell entscheiden. Okay, ich versuche ihn mit runterzustoßen mit der Keule. Also wenn ich jetzt schon mal die Oberhand gewinne in so einer Rangelei, dann versuche ich die natürlich auch zu nutzen. Er fällt tatsächlich, du lässt in dem Moment die Keule los, als er an der Kante ist. Also wie gesagt, nicht Kante im Sinne von, dass das Dach zu Ende, sondern geht schräg runter. Und er verliert sofort den Halt und rollt rückwärts runter. Du siehst schon, dass das Rollen allein wehtut und dann schlägt er unten auf. Und so selbst wenn er das überlebt hat, du siehst auch, dass dort unten einige Dorfbewohner stehen, die darauf gewartet haben, dass jemand runterfällt. Also auch Zwergo ist weg vom Fenster. Grobian scheint nicht der Meinung zu sein, zu gehen. Achso, ich wollte ihm erstmal zeigen, da geht's runter. Okay. Habe ich ihn eingeschüchtert, war. Tatsächlich. Das animiert ihn zu einem wütenden Schwinger gegen dich und Esther. Er verfehlt euch allerdings beide. Tja, ich wollte mich hinter ihm verstecken. Ich bin ziemlich enttäuscht von der Dreierbande. Ja. Ich habe nichts anderes erwartet. Wir sind hier Elite-Kämpfer. Wir haben uns einfach gut aufgeteilt, würde ich sagen. Ja. Du bist dran, Glenn. Strategie ist der halbe Sieg. 20. 20? Souverän. Please go on. 15. 16. Oh shit. Ich folge meinem Finger. Du folgst tatsächlich deinem Finger, packst dich aufs Gesicht, nimmst 2 Schadenspunkte und darfst eine Probe auf Gewandtheit werfen, ob du es noch schaffst, dich am Dach festzuhalten, bevor du runterfällst. Das kenne ich doch schon. Ich nutze meinen Bart, um mich irgendwann zu verhaken und mich runterzufallen. 2. Du kannst dich gerade noch so an der Dachrinne festhalten, aber nicht so, dass du runterhängst, sondern quasi voraus. Du liegst mit dem Körper noch auf dem Dach. Nee, Handstand. Ja, Handstand. Bitte, versuch einen Handstand zu machen. Wieso? Na, warum nicht? Das gibt doch garantiert. Das gibt doch nicht. Genau. Körperbeherrschung. Oh, ja, danke. Endlich. Ich spiele mir einen Karten. Oder? Ich finde, Tanzen. Körperbeherrschung muss sein. Körpertalent. Körperbeherrschung. Tanzen. Körperbeherrschung muss sein. Okay, warum brauchen wir eigentlich Intelligenz dafür? 6, 9. Mein Ski muss stimmen. Jetzt kommt Geschicklichkeit. Brauche ich weniger als 14. 8 und Körperkraft 12. Ich hätte 14 würfeln müssen und jetzt kommt's. Ich habe noch 7 über. Handstand. Handstand auf einer Hand. Mit der anderen. Keine Ahnung, kenne ich mir die Haare. Oder? Mit der anderen zeigst du mir einen Stinkefinger. Das war aber noch dein. Tutzackmesser. Das habe ich. Das balanciere ich mit meinen. Auf deiner Nase. Während du das machst und er dich wütend ansieht, weil er bist ja quasi unter seinen Beinen durchgerutscht, siehst du, wie etwas aus seiner Kehle hervorkommt. Esthers Messer. Und der Körper von Grobian leblos auf dem Dach zu Boden geht und dann ebenso leblos das Dach herunterrollt. Schön. Ich würde mal sagen, ihr habt dieses Dach ziemlich schnell gesäubert. Dann muss ich leider sagen, dass ich runterspringe vom Dach oder mich runter entspanne, also mich sicher runterhangle und um meine Keule zurückzuholen. Du hangelst, also kletterst an Glenn vorbei, der inzwischen während des Handstands immer kurz hochspringt und klatscht. und siehst unten dort direkt ein kleines Mädchen mit deiner Keule, das es dir gibt. Schön.
danke. Freunde habe ich auch! Ich sag dem kleinen Mädchen, dass ich aber besser damit umgehen kann und tätschel ihr so den Kopf. Ihr seht das nicht nur auf eurem Dach oder bei eurer Truppe, sondern überall. Die Dorfleute die Oberhand gewinnen. Hier und da sind natürlich auch einige Dorfleute, das seht ihr jetzt schon, dass einige Dorfleute zu Boden gegangen sind. Ihr könnt nicht sagen, ob es tödlich ist oder nur schwer verletzt. Auf jeden Fall hört ihr nach kurzer Zeit eine Art Signal. Also es ist offensichtlich, dass irgendein ein Horn, würde ich nicht sagen, es ist ein viel höherer Ton als von einem Horn. Ein Pfeifen, also irgendwo ist dazwischen. Woraufhin sämtliche, die noch dazu in der Lage sind, der, ja, nennen wir sie mal Eindringlinge, sich zurückziehen, das ziemlich schnell, und über die Dorfmauern wieder verschwinden, über die Palisaden. Können wir gar nichts jetzt machen? Nicht ohne, dass einige noch von Speerwürfen getroffen werden. Besonders beachtlich ist, ihr seht in eurer Nähe ein Dach, von dem einer der Eindringlinge herunterhüpft und im Flug die riesige Keule von Bollwerk gegen seinen Schädel hämmert und er den ganzen Weg über das Dach wieder zurückfliegt. Ich mach Hauptmann noch mit. Fehlt Kunde. Also kann man die jetzt nicht verfolgen? Das könnt ihr versuchen. Dann müsst ihr schnell sein. Nee, ich will sie verfolgen, nicht überholen. Um sie einzuholen auch. So. Ja. Ich würde es versuchen, damit man weiß, wo die herkommen. Okay, dann würde ich sagen, hinterher. Meine Waffe stecke ich ein, damit ich schneller bin. Ja klar, ich stecke meine Waffe. Dass die nicht das Mondlicht oder was auch immer spiegelt. Ihr lauft durch dieses Tor. Okay. Das hier ist das Tor in Richtung der Brauerei gewesen. Mhm. Und jetzt lauft ihr durch ein Tor, das an einigen Wäldern vorbeiführt. Und seht einige Meter vor euch Bollwerks Schwester Irin, die sich kurz nach euch umdreht und lacht. Bewegt euch, sonst verlieren wir sie! Und dann mit erhobenem Schwert schneller rennt. Ihr dürft alle auf Gewandtheit würfeln. Ich bin flink 3. Außer Glenn. Und habe Gewandtheit 14. Also ich habe 9 gewürfelt. Ich habe 7, ich habe es geschafft. Wo sind die 7? Ich stolpere über einen Zweig. Das finde ich so schön, das können wir so machen. Du stolperst tatsächlich kurz, kannst dich wieder aufraffen, aber bist dadurch ein ganzes Stück oder nach hinten. Oder ich frag sie noch. Weil ich so flink bin, dass ich wieder zurückrenne und wieder nach vorne. Nee. Das wird, glaube ich, nicht. Blitz. Ihr müsst... Ich schaue mich nach Beate um und stelle das fest und versuche ein wenig mein Tempo zu verlangsamen, um sie so ein bisschen im Auge zu behalten trotzdem. Sehr fair. Hinter Beate rennen noch einige weitere Dorfbewohner mit. Oh, das ist gut. Also ihr seid auf jeden Fall nicht allein. Das ist aber auch so, dass trotzdem viele zurückgeblieben sind. Also es sind... Das ist jetzt nicht so ein 30-Mann-Dorf. Dann ist es... Langweilig? Ja, ist so einfach. Mir fällt's auf. Die sind sich dessen bewusst, dass sie verfolgt werden. Also es ist keine heimliche Aktion. Ach so. Und Bollwerks Schwester ist auch nicht gerade die leiseste. Im Sinne von, dass er mit lauten Rufen ihnen hinterherhetzt. Ach so, okay. Die auch nicht gerade freundlich klingen. Also ich würde nicht stehen bleiben. Nee, nee, schön. Vor allem nicht, wenn ich gesehen hätte, was ihr Bruder gerade gemacht hat. Ich erwarte jetzt noch, wenn wir so in 2 Kilometer Entfernung sind, noch mal so ein Speer, der so von hinten ankommt und dann pff, zwei auf einmal trifft. Genau. Das passiert so ähnlich. Was tatsächlich passiert ist, dass ihr relativ, die wirklich, wirklich flink ist, mindestens flink 6, wenn du flink 3 bist, tatsächlich einen der Eindringlinge oder Flüchtlinge einholt und mit einem gekonnten Schlag in den Rücken zu Boden bringt. Aber nicht anhält, sondern direkt weiter rennt. Ich nutze diese... Ich oder willst du ihn exekutieren? Warte mal, ich würde gerne mein Zweihandschwert nehmen und es dem irgendwie reinwerfen und dann weiter rennen. Denn sobald ich die Hand wieder hebe, ist es ja wieder da. Dann würfel bitte auf Attacke. Ach so. Nee. Aber... Nein. Oh, cooler Move. Ja, ziemlich cooler Move. Aber cooler Move, echt? Na, du musst da trotzdem... Du bist aus dem Lauf. Du musst aus dem Lauf treffen. Ich bin fliegen. Ich hab nichts. Deswegen gibt es auch keine Erschwernis. Genau, das könnte. Ich komme dir entgegen. Ich meine, es ist dunkel. Ich bin gut aus dem. 10 oder weniger.
Du verfehlst ihn leider. Warte mal. Körperkraft 13 brauche ich dafür? Das ist für den Schaden. Verdammt. Ich dachte, da kriege ich jetzt noch einen Pluspunkt. Nee, du verfehlst ihn leider. Na, ich lasse trotzdem das Schwert liegen. Warum auch nicht, kein Problem. Bitte auf Konstitution würfeln, denn der Lauf ist nicht ein kurzer 5-Minuten-Sprint, auch wenn ihr relativ fix unterwegs ist und ihr auch gut mithalten könnt. Lauft ihr verdammt lange. Ich habe 8, ich habe es geschafft. Was ist denn Konstitution? Ja, 14, K.O. Ist ein Grundattribut. Ich spitze. Ich 17, nicht geschafft. Ich trage Beate dabei. Beate ist ziemlich außer Atem. Und du bist nicht die Einzige, auch einige von den anderen Dorfbewohnern hatten sich nicht darauf eingestellt, dass sie so lange rennen müssen. Mhm. Inzwischen hat Bollwerk zu euch aufgeschlossen. Mhm. Wenn du das möchtest, dann unterstützt er dich gerne ein wenig beim Laufen. Niemals. Das dachte ich mir schon, aber das macht nichts. Ihr habt's geschafft? Ja, ich hab's um 6 geschafft, um 10 geschafft. Okay. Ihr seid eine ganze Weile unterwegs und kommt irgendwann wieder an den Punkt, dass ihr mehr sehen könnt. Mhm. Also mehr? Ihr wart mindestens... Oder ich sehe mehr. Ja, das frage ich mir... Wasser. Ach so, okay. Wellen. Also ihr würdet vermuten, dass ihr eine halbe Stunde gelaufen seid, was echt beachtlich ist und das auch in zügigem Tempo. Umso beachtlicher, dass die Familie Fleckelson scheinbar sowas gerne mal macht. Ich... Denn beide rennen inzwischen an der Spitze. Ach so, das Problem ist, dass auch die Flüchtlinge scheinbar geübt darin sind, schnell lange zu laufen. Denn auch ihr könnt keinen weiteren erwischen. Und vor euch, jetzt an der Küste angekommen, Beata kommt einige Minuten nach euch an, erkennt ihr zunächst nicht viel. Und dann nach kurzer Zeit, dass sich viele am Strand, also ihr seid ein Stück erhöht und guckt quasi eine kleine Klippe hinunter, so 4-5 Meter sind es. Auf jeden Fall würde ich nicht ohne weiteres runterspringen. Im hellen Sand die dunklen Gestalten, die zum Wasser laufen. Allerdings könnt ihr kein Boot erkennen. Mhm. Könnte meinen Sie, dass die schwimmen können? Ich glaube nicht, dass sie von hier bis ans Festland schwimmen. Aber vielleicht ins Wasser, bis man sie verliert. Weil es ja sehr dunkel ist. Tatsächlich stürmen die Gestalten ins Wasser. Ihr dürft alle drei eine Probe auf Sinnesschärfe abwerfen. Achso, die wollen ertrinken. Für dich um 2 erleichtert. Hat jemand von euch Dunkelsicht? Leider nicht. Ah, falsche Adapter. Sinnesschärfe, ne? Hm. Also ich hab's auf jeden Fall... Also, Moment. Also kann ich noch mal kurz den Schmierzettel haben? Ich hab's geschafft. Ein Stift? Ja. Mit 4 Punkten übrig. 2 Punkte übrig. Hey, wir rechnen das alles so schnell aus. Was sind denn hier für so Genies? Also, was soll ich so ausrechnen? Du guckst einfach... Naja. Egal. Also ich hab's auf jeden Fall. Na gut, du musst ein bisschen mehr rechnen als ihr. Ist ja auch Wurst. Pedro, erkennst du oder erkennst nicht, was ihr seht? Ja, sie erkennen auf jeden Fall nicht. Okay, du siehst es nicht. Was ihr seht, ist, dass sie nicht einfach wahllos schwimmen, sondern in einiger Entfernung, das ist aber ein gutes Stück Entfernung, was ihr und Bollwerk übrigens nicht erkennen können, wenn sie sagen, was haben die vor, erkennt ihr, dass sie auf ein kleines Objekt zuschwimmen, das sich im Wasser befindet. Ihr würdet vermuten, von der Größe sieht es aus wie ein kleines Ruderboot. Allerdings sind jetzt schon mehrere von diesen schwarzen Gestalten in das Ruderboot, also in dieses Objekt, und verschwinden. Okay, ist dieses Ruderboot dann auch weg? Noch nicht. Ich sage, dass ich davon schon mal etwas gehört habe. Ich als alter Südaventurier. Wenn sie dir sagen, was sie sehen. Achso, ja, das müssen wir natürlich erstmal sehen. Ich sehe ein Boot, wo sie reinspringen und weg sind. Ein Boot. Ein Doppel... Wie ist es? Sieht aus wie ein kleines Ruderboot. Also sieht aus wie ein kleines Ruderboot. Aber es springen so viele Leute rein und sie sind dann auch weg. Ja, richtig. Das klingt mir wie ein Unterwasserschiff. Aus Holz? Dieser Typ ist großartig! Was ist das denn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Ich habe das einmal auf einem Raubzug beobachtet in Südaventurien. Bollwerk nickt, dass er auch schon davon gehört hat. Aber wirklich nur einmal gehört. Ich habe noch nie eins gesehen. Diese sind auf jeden Fall sehr selten. Währenddessen schwimmt Glenn Lutz. Ja? Springt die Klippe runter, quatsch, so 200 Meter Sprung. Schwimmen 5. Okay. Dafür habe ich es ja. Das stimmt, du hast es viel geübt. Erinnert sich noch jemand, was beim letzten Mal passiert ist, als Glenn ins Wasser gegangen ist?
Nee. Die hab ich mitgezogen. Nein, er ist untergegangen. Nee, ich hab einen Fisch gefangen. Nee. Hab ich nicht einen Fisch gefangen? Nee, du hast... Hier auch schon mein Bart, neulich. Sobald du das Wasser betrittst, ja, versteift deine Rüstung. Ja, schön. Und du klatschst wieder mit dem Gesicht voraus in das Wasser und bist unfähig, dich zu bewegen. Stimmt, warum kann ich überhaupt schwimmen? Stimmt sowas. Ja, schön. Schön. Ja, ich schaue dieser Situation belustigt zu und sage, ich wüsste nicht, wie wir die fangen könnten. Ich glaube, wir sind zu wenig. Bollwerk sagt zu seiner Schwester, ihr holt den Zwerg da raus. Und ihr, wir sollten unser Boot klar machen. Sollten wir? Aber das Boot ist doch in eurer Stadt, oder nicht? Ja. Also Bollwerk möchte es nicht auf sich sitzen lassen, dass die entkommen sind. Aber wo sollen sie hin sein? Wir wissen ja gar nicht, wo sie hin sind. Genau, also ich sage nochmal zu Bollwerk, also ich verstehe das, aber ich glaube, bis du mit dem Boot hier bist, sind sie weg. Also es wäre vielleicht schlau, jemanden hier als Speer zu lassen, damit man wenigstens die Route nachverfolgen kann, so sie denn so dumm sind und über Wasser bleiben. Er nickt und ein paar von den Dorfbewohnern werden sofort von ihm herumkommandiert. Also ihr merkt, dass er auch sowas öfters mal macht und es widerspricht auch niemand. Und dazu abgestellt, Wache zu halten und ein Auge drauf zu haben, was hier vor sich geht und sofort Bericht zu erstatten, wenn sich irgendwas tut. Und wir sollen wieder zurückrennen. Ich sage, ich bewege mich keinen Meter mehr. Ich bleibe auch hier und bewache. Blub, blub, blub. Du bist inzwischen wieder rausgeholt. Okay. Beata? Ich gehe mit zurück ins Dorf. Ich suche nach Überlebenden von... Ach, verdammt, dann gehe ich auch mit. Spannend. Ihr tretet den relativ langen Fußmarsch nach Hause an. Und kommt schließlich wieder in ein Dorf an, wo helle Aufruhr herrscht. Denn auch wenn man darauf vorbereitet war, wirklich damit gerechnet, dass was passiert hat, nicht jemand. Also es waren viele Ungläubige, die gesagt haben, gut, es ist ein Befehl, wir bereiten uns darauf vor, aber was soll passieren? Dann würde ich nach Überlebenden suchen von den anderen. Es gibt tatsächlich keine. Das ist bitter. Alle sind tot. Das Ding ist nämlich, dass die meisten eben während der Kämpfe gestürzt sind. Ja. Und dann gestorben sind. Ich schau. Oder so in dem Zustand waren, dass es nicht den Einschein hatte, dass man sie fangen könnte. Ich schau nochmal mir trotzdem. Ich weiß nicht, sind die Leichen irgendwie alle zusammengekarrt schon worden? Wir sind ja relativ lange nicht gewesen. Ja, man ist dabei, die alle ein bisschen zusammenzuziehen. Ich schaue mir die ein paar an und guck nochmal, ob die auch alle so eine Bauchtätowierung haben. Am Bauch nicht. Hm? Aber an verschiedenen Körperstellen. Mal siehst du es auf der Schulter, mal am Halswirbel hinten. Dann würde ich gerne. Einer hat es auf dem Arsch tätowiert. Die Leichen durchsuchen nach Notizen oder und ähnlichen. Oder Fiolen. Oder nachher Deutschen. Oder Deutschen. Fiolen findet ihr nicht. Ihr findet relativ viel Kletterausrüstung. Eine ganz interessante Sache, wie man euch erklärt, wie sie wahrscheinlich so schnell über die Barrikaden rübergekommen sind, ist, das ist eine Art, ich würde nicht sagen Hansch, es ist so ein Schlagring. Stellt euch einen Schlagring vor, an dem Haken angebracht sind, die man sich quasi an die Hand packen kann. Und ihr seht diese Vorrichtung auch für die Schuhsohlen, mit denen man dann Holzwände halbwegs hochklettern kann. Da würde ich mir welche davon nehmen. Das kannst du machen. Ihr seht auch ein paar Dorfbewohner, die damit schon rumexperimentieren. Das ist nicht so einfach, wie es erstmal klingt. In einem größeren Haus werden viele Verwundete der Dorfbewohner, es gibt auch einige Tote auf eurer Seite, werden viele verwundete Dorfbewohner behandelt. Und als ihr dort vorbeikommt, kommt Skidi zu dir. Mhm. Schwer verwundet mit... Also er hat über die komplette Seite einen Verband, der hier an den Rippen ziemlich blutdurchtränkt ist. Mhm. Und er legt seine Hand auf deine Schulter und sagt, es tut mir leid. Sie haben sie mitgenommen. Man, trotzdem so Esmeralda? Ich schaue ihn an und öffne meine Augen. Esmeralda? Ja, ich konnte nichts tun. Es waren 5 von ihnen. In welche Richtung sind sie gerannt? Ich halte mich kurz zurück. Ich war's nicht. Warum guckst du so? Ja, in die gleiche Richtung wie die anderen. Richtig. Echt? Dann sind sie trotzdem so schnell? Schweine. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich wende mich ab und versuche... Skilly keucht und sagt, keine Angst, wir kriegen sie irgendwie zurück. Ich sage,
Du sicher nicht, mein Freund. Und deshalb solltest du auch nicht solche großen Töne spucken. Ich öffne meine Hand und das Schwert erscheint. Als du ohne Geste einfach. Also ich sag nichts dazu und wenn du mich einkaufst, ich bin eigentlich. Ich versuche Skilly nicht weiter anzugucken. Ich bin offensichtlich ein wenig sauer auf ihn, dass er es nicht geschafft hat, das zu verhindern. Obwohl ich natürlich seine Situation verstehe. Aber es ist ja die Frage. Und deshalb wollten sie von Anfang an Esmeralda. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich frage nochmal Skilly, ob sie sich auf den Kampf eingelassen haben oder direkt versucht haben, sie mitzunehmen. Oder wie, also wie kann es sein, dass sie die einzige ist, die mitgenommen wurde, frage ich ihn. Das kann er nicht beantworten, warum, aber er weiß, dass sie ziemlich zielstrebig auf sie zukam und er ihm sein Bestes getan hat, sie zu verteidigen. Warum war ausgerechnet bei dir kein anderer Kämpfer, frage ich ihn. Waren noch andere Kämpfer. Okay. Die liegen jetzt da hinten. Also er ist der einzige von der Truppe, die überlebt hat. Es sind dann offensichtlich ihre besten Kämpfer gewesen, weil. Unsere hatten ja keinen Widerstand geleistet und die neuen Skilly ist ja ein guter Kämpfer. Er zeigt ja einen, der am Boden liegt in der Nähe von denen. Du hast die durchsucht, ne? Mhm. Die Glenn durchsucht hat. Und das ist ein, würde ich sagen, allein von der Statur her, der ragt aus der anderen Menge heraus. Okay. Na gut, dann bin ich nicht mehr ganz so sauer auf Skilly und sag ihm, okay, ich verstehe. Verstehe, wie das passieren konnte. Dann frag ich, gibt's einen Captain in der Nähe? Sorgbier ist in der Nähe, ja. Was für Inseln es dann noch in der Nähe gibt und die sie dann hin können überhaupt. Erzählt ihr ihm das von dem Unterseeboot oder? Ja, ja, klar. Ich muss ja nur fragen. Also direkt Inseln in der Nähe gibt es keine, aber bis zum Festland fährt man vielleicht eine Woche. Nein, glaube ich nicht mit so einem Boot. Vielleicht haben sie einen Unterschlupf hier in der Nähe. Der Insel. Eine Grotte. Oder ähnliches. Also das Boot hast du ja nicht gesehen. Nee, ich frag ihn, den Captain, ob es die Grotten gibt oder ähnliches. Nicht, dass er wüsste und zumindest nicht so, dass sie nichts davon mitbekommen hätten, dass dort jemand dann ist. Hm. Auf der anderen Seite gibt er selbst zu, dass er auch nichts davon mitbekommen hat, dass die an Land gegangen sind. Ich schaue in der Zwischenzeit, ob das Boot schon fertig gemacht wurde. Und ich frage dann auch nochmal, wer von den beiden verbleibenden Kapitänen sich darum kümmern wird? Also ob Vada oder Sophie? Ich würde gerne in Esmeraldas Haus zurückgehen. Und schlafen, oder? Nee, das Equipment holen. Ich würde gerne in Esmeraldas Zimmer suchen, nach irgendwelchen Notizen oder Tagebüchern hinweisen. Das machen wir gleich. Also der Kapitän, der auf jeden Fall fährt, ist Sophie selbst. Okay. Es wird nur also diskutiert, Vada, ob Vada mitfährt. Ja. Mit einem zweiten Boot. Aber wenn derjenige, der auf jeden Fall fährt, ist der Kapitän, in dessen Mannschaft Esmeralda war. Okay. Und das Boot wird tatsächlich fertig gemacht, allerdings sagte der auch, dass er frühestens im Morgengrauen aufbrechen können. Was? Das Problem ist nämlich, dass es viele Vorbereitungen noch gibt. Sie müssen damit rechnen, dass sie mindestens 2 Wochen unterwegs sind. Und er will nicht unvorbereitet dort hineinrennen. Aber es tut ihm leid, er kann nicht mehr tun. Er kann dir höchstens raten, dich mit dem Dorfschamanen auseinanderzusetzen, ob ihm irgendwelche Rituale einfallen, mit denen sich die ungefähre Route herausfinden lässt. Du findest in Esmeraldas Zimmer ziemlich viele Filiolen mit seltsamen Tränken, von denen du aber nicht sagen kannst, was es ist. Ein Tagebuch direkt findest du nicht. Du findest aber ein Porträt, das nicht von ihr ist, sondern von einer Frau, die ein Stück älter wirkt, Esmeralda aber sehr ähnlich sieht. Und außerdem erstaunlich viele Bücher über Hexenkreise. Pedro ist aber jetzt nicht da, ne? Genau. Okay. Ja, ich würde dann auch in Richtung des Hauses gehen, ich kann ja nichts machen. Ich habe wütend mein Jagdmesser in ein Haus. Ich sammle ein Messer auf und mache das Gleiche. Ich rufe Pedro her. Pedro, komm mal her! Okay. Kennst du diese Frau auf diesem Gemälde hier? Das ist deine Mutter. Ja, das ist meine Mutter. Ist sie nicht eine schöne Frau? Hexen. Ja, natürlich. Gewesen. Vorhin. Hat deine Mutter zufällig irgendwas mit Hexenkunst zu tun? Ich würde es lieber sagen, wenn du es... Also, soweit du dich erinnern kannst, nicht. Was du weißt, ist, dass in
ähnlich wie Esmeralda jetzt in eurem Dorf die Kräuterkundige und Heilerin war und vorrangig ihm den Menschen geholfen hat. Aber eine direkte Verbindung zu Hexen kannst du nicht sagen. Ich, was ich aber sagen kann, ist, dass in unserer Gegend viele junge Frauen oder ältere Frauen zu den schwarzen Witwen gehörten. Und wir damals die Vermutung hatten, als Esmeralda verschwunden ist, dass sie zu den schwarzen Witwen gegangen ist. Hm. Sie wollte dir irgendwas sagen, aber ich kann nach Hinweisen, was es... Ja, ich würde es auch gerne wissen. Vielleicht eine Verbindung zu den, zu der Bruderschaft, zu dem, zu der Sekte da, ob es da irgendwelche Verbindungen gibt. Ja, das würde ich auch gerne wissen, aber ich kann mich leider nicht erinnern. Ich weiß nur, wie gesagt, dass die schwarzen Witwen bei uns sehr aktiv sind, waren. Kennst du zufällig eine? Schwarze Witwe? Ich hätte als erstes meine Schwester gefragt. Also ich kenne sonst leider keine Bekannten. Und deine Schwester sonst irgendwelche Freunde? Bekannte? Ist schon Jahre her, dass die beiden sich gesehen haben. Vorher, sie ist ja relativ früh, also nach dem Tod ihrer Mutter, dann knapp ein Jahr danach ist Esmeralda verschwunden. Ganz sicher nicht, kann ja sein, dass... Kann er dir erzählen. Genau, das sage ich. Und ich sage deshalb, dass wenn sie die Freunde, die in ihrer Kindheit hatte, die... Mit denen hat sie keinen Kontakt mehr. Genau, ich hätte auch jetzt keine Verbindung sehen. Es kann sein, dass einer von denen jetzt vielleicht einer von den Assassinen war, aber dann habe ich das jetzt in der Dunkelheit so schnell nicht erkannt. Dann würde ich gerne in den Büchern über Hexenkunst noch gucken, ob sie irgendwo Notizen gemacht hat oder so in irgendwelchen Büchern. Wie die auffallen, in welchen Namen die unterstrichen sind oder keine Ahnung. Nee, es ist, sie scheint, also wie es aussieht, die Bücher eher aus Interesse gelesen zu haben, falls überhaupt. Und sie wirken jetzt auch nicht so, als wenn die sonst wie oft durchgeblättert worden wären. Also du kannst jetzt nicht direkt aus den Büchern irgendwas schlussfolgern. Was du übrigens auch findest, sind ein paar Heiltränke. Ich würde mich gern trotzdem nochmal, weil Beata ja schon misstrauisch ist, zu Recht, und da gibt es ja auch einen Grund für, trotzdem schon nochmal irgendwie im ganzen Haus ganz genau umschauen, ob es nicht irgendwas gibt, was auch mehr, also natürlich ist meine Schwester und ich bin auch sehr daran interessiert, aber vielleicht gibt es auch irgendwas, was schon auf Hexenkunst hingedeutet hat. Du kennst dich leider nicht so in der Hexenkunst aus, dass du sagen könntest, das sind Sachen, die eine Heilkundige hat, die eine Hexe hat, oder eben, also du kannst nicht direkt sagen, das hat eine Heilkundige, aber keine Hexe und andersrum. Mhm. Okay. Also es könnte durchaus sein, weil du die Verwendung eben nicht kannst, dass es hier eben Gegenstände gibt, okay, die hat sie eben für diese und diese Praktik, oder die hat sie nur, weil sie eine Hexe ist. Na, rennt hier eine schwarze Katze rum? Nee. Oder eine Krähe? Oder spitze Hüte? Ein Besen, den man fliegen kann? Sie hat einen Besen. Oh, aber er macht nicht die Anstalten, sich zu bewegen. Ich schaue mir den Besen trotzdem genauer an. Du fegst. Nichts zu machen. Nichts zu machen. Hat das Haus einen Keller? Nee. Einen Geheimkeller, den ich jetzt finde. Den ich jetzt finde? Wo meine Nase auf einmal anschlägt. Würfel mal auf Nase. Sinnesschärfe. Also, du... weniger als 10. Ne, hab verkackt. Ansonsten hätte es geklappt. Oder warte mal. Wie viele Punkte fehlen dir denn? Einer. Insgesamt fehlt dir einer? Mhm. Also direkt ein Vertrautentier oder sowas findest du nicht. Du weißt, dass Hexen sowas haben. Was du aber findest, ist eine Schublade, in der mehrere auch Rabenfedern sind. Hattest du ihm die mal gezeigt? Ja, ich dachte, die hat sie mir so übergeben, dass sie da gesehen okay, hat. Okay, wobei du aber jetzt vermuten würdest, dass sie die vielleicht einfach gefunden hat, weil die Pedro hat, ist schon die schönste. Die anderen wirken teilweise ein bisschen zerfranst und kaputt. Komischer Fetisch. Hat die Glück gebracht, deine Feder? Oder sollte die? Ja, wahnsinnig vielleicht. Der Schamane kommt zu euch. Ah, schön. Ein älterer Mann, dem offensichtlich Bescheid gesagt wurde, was das Problem ist. Ja. Der zwar ein bisschen verwirrt auftritt, aber scheinbar ganz genau weiß, was er sagen möchte. Er sagt nämlich ziemlich schnell, ich habe genau das, was ihr braucht. Ich hatte sofort, als mir gesagt wurde, was los ist, da wusste ich sofort, was wir machen müssen. Es gibt ein ganz einfaches Sprüchlein, mit dem wir das machen können. Und zwar müssen wir einfach nur den Weg zu Esmeralda finden. Natürlich! Ja, völlig offensichtlich.
Und zwar beschreibt er so, das Ritual funktioniert folgendermaßen. Ihr braucht jemanden, der als Kompass fungiert. Jemand? Ja, jemanden. Außerdem braucht ihr noch zwei Dinge. Ihr braucht das Blut der gesuchten Person und ihr braucht einen persönlichen Gegenstand. Den habe ich ja. Sag ich dann schon mal laut. Die ist natürlich auch Blut drin. Such bei den ganzen Fiolen, ob da irgendwie einer ist, der aussieht wie Blut. Ich suche ihren Kamm. Bevor du das machst, sagt er, ja, so steht es zwar im Spruch, aber ich bin mir ziemlich sicher, es klappt doch mit verwandtem Blut. Wo kriegen wir das her? Er hat doch schon so ein kleines Messer in der Hand. Ich fuchte das mit meinem Schwert. Das halte ich für eine ziemlich weite Interpretation. Wie viel brauchen wir denn nicht? Ein Tropfen reicht. Moment! Wir bräuchten auch jemanden, der den Kompass spielt. Das der Nase zeigt immer in die richtige Richtung. Nein, das er sieht erst Glenn an und dann guckt er auf deine Rüstung, die bis auf deinen Kopf den ganzen Körper einhüllt und dreht sich dann zu Beate und lächelt dich an. Dann stelle ich mich vor, Beate. Zwischen beiden. Das Ganze kann ein paar Stunden dauern, ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich gehe weg. Er hat ein kleines Tintenfass und was aussieht wie eine ziemlich spitze Nadel. Und bittet dann Pedro, doch mal an das Tintenfässchen ranzukommen. Okay, dann gehe ich ans Tintenfass ran. Oh, und hält dir die Hand hin. Ja, oh. Und dann gebe ich die Hand. Und er schneidet dir die Handfläche auf. Ja, großartig. Ich wusste natürlich, dass das passiert. Tätowiert er ihr dann rein, oder? Ich wusste natürlich, dass das passiert. Oh, und Gott sei Dank, ich will keinen... Und sage, frage ihn, während er es macht, mit Schmerz erfüllt im Gesicht, wie heißt du, mein Freund? Ach, mit selbst Blutsbrüder spielt, oder? Nee. Aramesh. Ich sage ihm, Aramesh, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ha! Wenn ihr wiederkommt. Falls. Das ist gut. Falls. Naja, so hat es mir auch nicht wehgetan, oder? Dann zeigt er seine Handfläche, die er scheinbar schon ein paar Mal mitgemacht hat für andere Rituale. Ich kann es hier verbinden. Ich kann mich selbst verbinden, sage ich dann. Und ich sage ihm, dass ich alles tue, damit meine Schwester gefunden wird. So. Er nimmt dann die Rabenfeder und taucht sie in diese Tintenblutmixtur ein. Woraufhin diese dann mit ein paar... Also ihr seht, wie die Lippen sich bewegen, aber ihr könnt die Worte nicht hören, die er spricht. Und das Gesöff fängt an zu brodeln und die Feder löst sich darin auf. Und die Farbe, die vorher schwarz war, nimmt jetzt einen bläulichen Ton an. Er taucht die Nadel hinein und bittet jetzt Beata um ihre Handfläche. Die, und fängt an... Die innere Handfläche oder die äußere? Was möchtest du denn lieber? Innere ist wahrscheinlich besser. Und fängt... an dir mit kleinen Punkten die Nadel in die Handfläche zu stecken. Es tut zwar weh, aber es ist noch akzeptabel. Und wie er sagt, das könnte eine Weile dauern. Denn er macht nicht nur ja, diese kleinen Punkte, sondern er macht teilweise die Punkte nochmal. Und du hast auch das Gefühl, dass er einen bestimmten Rhythmus dabei hat. Also scheinbar ist es nicht wahllos, was er da macht. Ich verbinde mit dich grinse, sehe, dass deine Hand verletzt ist, deine Hand verletzt ist. Das sind die anderen. Ich nehme noch ein Stück von der Salbe, die wir damals aus der Schmugglergilde mitgenommen haben. Und du bist beim Durchsuchen der Sachen auf etwas gestoßen, wovon du sagen würdest, es ist eine qualitativ hochwertigere, danke. Schön. Salbe. Schön, dann trage ich mir die dünn auf, wie die Heilerin damals in der Bittlergilde empfohlen hatte. Die Blutung hört auf jeden Fall sofort auf. Ach, großartig. Ich stecke mir das Zeug ein in meinen Rucksack. Reib dich im ganzen Gesicht ein. Beate, während er mit dir beschäftigt ist, kommt Hack zu euch und sagt, dass das Boot vorbereitet wird. Ich weiß. Und dass er vom Kapitän beauftragt. Sie sind dabei, er wurde vom Kapitän beauftragt, noch ein paar Sonderausstattungen anzubringen, die sie normalerweise nur im Kriegsfall anbringen. Wird er da oben hingreifen? Mal. Und zwar gibt's. Ach, mach doch einfach den. Nee, den ganzen. Fetz hat immer mal. Ach, die hätte ich mir kleiner vorgestellt hier. Und zwar gibt's vier verschiedene
Punkte. Das ist euch schon auf der Reise aufgefallen, dass es vier Plattformen gibt an den vier Ecken des Schiffs oder an den vier Seiten des Schiffs, links, rechts, Bug und Heck, die relativ frei sind, wo aber größere Schrauben an oder größere Metallstifte angebracht sind, als wenn dort etwas befestigt werden würde. Und er erklärt euch, dass im Kriegsfall genau dort die Waffen befestigt werden. Und die Frage ist, welche Waffen sie jetzt dort für die Reise befestigen sollen, dass euch aufgetragen wurde, das auszusuchen. Und zwar könnt ihr das auch durchmischen. Eine Harpune gibt es nicht, aber es gibt tatsächlich Ballisten. Mit Seilen dran? Ist möglich, ja. Also dafür wäre schön. Dann gibt es eine größere Kanone. Die haben ja eine Kanone eben, da kannst du alles Mögliche reinladen und abschießen. Und es gibt was, worauf er, als er es erzählt, scheinbar relativ stolz ist, weil sein Vater das erfunden hat. Das Ganze nennt sich Schiffversenker. Und das ist im Prinzip, also man zeigt euch das auch, eine große Konstruktion, an der stellt euch ein Trebuchet vor, bloß dass am Ende kein Korb ist, sondern ein großer Morgenstern. Das Ding schnellt also herum und haut auf der anderen Seite, wo es treffen soll, alles in Grund und Boden. Hat natürlich den Nachteil, dass dafür das, was auch immer kaputt gemacht werden soll, ziemlich nah dran sein muss. Und das nur auf einer Seite ist. Genau. Ich würde sagen, wir machen an einer Seite das Trebuchet und sonst nur die Ballisten. Nur die Ballisten? Ich denke, eine Kanonenkugel bringt nichts, weil wir möchten das Schiff ja nicht unbedingt versenken, weil da ist immerhin meine Schwester drauf. Klar. Das Trebuchet dann also für den Nahkampf oder falls mehr Leute kommen. Na, platziert es mal. Was ist eure Meinung? Ich überlege gerade, ob wir nicht über zwei von den Schiffsversenkern nehmen. Okay. Links und rechts und vorne tippt man die Ballisten. Ja, dann wäre es schön symmetrisch. Ja, das kann man auch machen. Ein großer wahrscheinlich vorne. Die richtig große vorne, ja. Also das Gute an den Ballisten ist, die sind schwenkbar. Mhm, und gegen die Morgensterne fest sind, die schauen zur jeweiligen Seite. Und die, achso, jetzt brauchen wir noch einen Morgenstern. Und was wäre der Vorteil von den Kanonen? Die kann man mit allen möglichen Namen, die sind also schön vielseitig, oder wie? Genau. Auch mit Lebewesen? Naja, und das ist eben, es ist, kommt auch an, wenn man zum Beispiel gegen ein anderes Schiff weiß, dass man gegen ein anderes Schiff kämpft, sagt euch Hack, dann wäre es eher ratsamer, statt einer Ballista vielleicht, je nachdem, wenn man es versenken will, eine Kanonenkugel zu benutzen, die natürlich ein großes Loch in den Rumpf reißen kann. Das kann eine Ballista nicht. Das ist verständlich. Ich denke aber, dass wir, ich sage zu Hack, dass ich nicht glaube, dass wir jetzt auf einen großen... weil einen großen Schiffskampf vor uns haben, denn es war ja ein Unterwasserschiff und ich glaube nicht, dass die Assassinen eine große Marineflotte oder ähnliches haben, sondern ich denke, es wird sich, wenn sie noch mehrere Schiffe haben, dann... Naja, gibt bloß zu bedenken, wenn es so kommen sollte, dass sie in irgendeiner Festung oder Hafenstadt einlaufen, die dieser Sekte gehört, dass da eventuell dann notwendig sein muss, Mauern einzureißen. Aber falls sie wirklich gegen diese Unterwasserboote, wie ich sie jetzt nenne, kämpfen, wäre es nicht schön, wenn wir uns ein paar Fässer mit Schwarzpulver besorgen und die irgendwie die Lunte so verdichten, dass die auch unter Wasser laufen? Das war die so eine, du meinst so eine Art Mine für unter Wasser. Also Fässer mit Schwarzpulver, ja. Aber ob ihr das mit der Lunte hinkriegt, dass es dann unter Wasser brennt? Was habt ihr denn in Alchemie? Genau, ich glaube, das kennt von uns gut, oder? Kennt es gar nicht. Eins. Eins. Ja, doch nur eins. Nee, dann kriegt ihr das nicht hin. Auch im Dorf kennt das niemand. Also, dann stimme ich nochmal Hack zu nach seiner Überredungskünste und sage, vielleicht machen wir doch vorne noch eine Kanone und für, falls wir uns mit Seilen oder ähnlichem irgendwo langhangeln wollen, da haben wir immer noch für hinten die Balliste. Ja, okay. Beate? Mhm. Ja. Alte Kriegsfürstin? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich vertraue mein Dolch. Deine Assassinenklinge. Der in die Kanone kommt und dann. Nicht. Ja. Und dann liegt es nur eine Richtung. Während ihr das besprecht und dann Hack eure Entscheidung mitteilt und er die entsprechenden Befehle gibt, dass die Waffen montiert werden, ist der Schamane fertig geworden. Und du hast jetzt in der Handinnenfläche etwas, was auf den ersten Blick wie ein Kompass aussieht. Mhm. Aber wenn du genau hinsiehst, dann stellst du fest, dass sich der Pfeil der Tätowierung tatsächlich bewegt, wenn du dich bewegst. Und ich bin ziemlich beeindruckt von diesem Trick und sage Aramesh,
wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann hau ich dir doch nicht auf die Fresse, sondern gebe dir vielleicht doch einen Schnaps aus. Er lächelt und sagt, ein Schnaps. Nee, mal im Ernst, ich wünsche euch wirklich viel Glück und ich hoffe, dass ihr sie findet. Das ist eine große Tragödie. Ein Wort der Warnung noch. Dadurch, dass wir jetzt nicht ihr eigenes Blut hatten, ist es nicht hundertprozentig genau. Zeigt immer auf Pedro. Nee, auf Pedro zeigt es tatsächlich nicht, aber... Also er meint, es ist eben nicht so, weil wenn er wirklich das Blut gehabt hätte, dann wäre das auf den Zentimeter genau ein großartiger Zauber. Aber so kann es ihm leicht Abweichung geben. Aber das sollte auf jeden Fall, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Dass er sich sicher anlegt, würde auch seine Hand für ins Feuer legen. Oh. Ich schaue auf seine Hände nochmal und sage, das ist ja für dich kein Einsatz. Wobei er aber zugeben muss, dass er das sehr präzise gemacht hat. Ja, deshalb war ich ja auch sehr beeindruckt und habe ihn nochmal bei ihm bedankt. Euch wurde geraten, euch nochmal ins Bett zu begeben und auszuruhen. Denn wie gesagt, in ein paar Stunden schon im Morgengrauen werdet ihr direkt losfahren, sobald alles fertig ist, vielleicht auch schon früher. Und bis dahin solltet ihr eure Kräfte noch schonen und bereit sein. Ich gehe nochmal raus auf der Suche nach Schnaps, weil ich definitiv nicht schlafen kann, ohne mich zu betrinken. Du könntest auch, du hast das Schlafmittel von Esmeralda gefunden, ist damit probiert. Ach stimmt, ja, dann baller ich mir das rein. Bitte auf Zechen. Ich bin ja übrigens spezialisiert beim Zechen auf Rauschgifte, ja, mit dir am Rande erwähnt. Und eins. Mit einer 1 ist das natürlich... Und dann nochmal mit einer... Achso, warte mal. 1F1. Also jetzt ist die erste 1 mit einer 6 und die zweite 1 mit einer 8. Also beide 1 bestätigt. Es wirkt gar nicht. Und, ja, und doch, es wirkt, aber... Konstitution habe ich auch. Du bist also trotzdem der Erste, der wieder auf den Beinen ist. Ja. Und fühlt sich ausgeruht. Ihr fühlt euch alle deutlich besser. Gerade der Lauf später war doch schon ganz schön anstrengend. Und nach dieser kurzen Pause geht es dann auf zur Hohen See.